thirsty. This is still wet. It needs to dry a bit more. Okay? Hello. Servus Mamis und willkommen zurück auf meinem Kanal. Unseren Kanal heute ist nämlich Isaiah. Where's the present, Mommy? Yeah, we'll open the present in a second. Heute ist Isaiah dicht bei mir, oder? Weiß nicht, ob er bleibt. Auf jeden Fall, dieses Video geht heute um die Haarwaschroutine. Und zwar von die Haarwaschroutine von Isaiah. You wanna smell it? It smells fantastic. Für die mich noch nicht kennen, mein Name ist Chia, ich komme aus Wien und das ist mein Sohn Isaiah, der ist 2,5 Jahre alt. Say hi, Isaiah. Hi. Hi. Ja, und auf meinem Kanal geht es um Family Life, darunter fallen auch Vlogs. Wir sind auch eine Multikulti-Family, das heißt, ihr werdet uns viel auf Englisch, Türkisch und Deutsch sprechen hören. Ja, und ich habe auch eine Schwäche für DIY, also davon gibt es auch einige Videos. Aber kommen wir mal zurück zum heutigen Video, und zwar geht es um die wunderschönen Haare. Ich zeige euch unsere Haarwaschroutine und welche Produkte wir verwenden. Da kann ich euch jetzt schon mal sagen, wir verwenden nicht viele Produkte. Viele glauben nämlich, dass man viel Haarprodukt braucht, um diese Haare zu stylen oder zu pflegen. Aber umso mehr man auf die Haare klatscht, oder klatscht, ja, wie immer man das auch nennt, ja, desto träger werden die Haare. Also werdet ihr in diesem Video nicht so viele Produkte sehen. What are you doing? Das ist Wasser. Wasserspray. Und das ist eine super Überleitung, weil ich tendiere eher zur Natural-Schiene, also weg von Chemie. Wie ihr gerade seht, Isaiah trinkt aus dieser Flasche reines Wasser. Ja, also werde ich, no, I'm not ready. Don't. It's just water, so it's fine, but please, Isaiah, I put on some makeup. Auf jeden Fall, ja, werdet ihr ziemlich alles. No, don't do that. Don't do that, Isaiah. I'm not ready. Ready? No, don't do that. That's. Stop it, Isaiah. I want it. No, I'll take it away. I want it. So, sorry für die Unterbrechung. Ich weiß nicht, wie YouTuber diese Sit-Downs mit ihren Kleinkindern machen. Das wäre bei uns never ever möglich. Auf jeden Fall, Isaiah ist jetzt im Badezimmer mit der Haarsprayflasche und sprayt die ganze Badewanne voll. Soll er machen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ich habe einfach gemerkt, dass im deutschsprachigen Raum es nicht so viele Videos in diesem Format gibt. Also wo Mamis erzählen, wie sie die Haare ihrer Kinder pflegen, vor allem Mamis mit Kindern, die lockige Haare haben oder Afrohaare haben. Auf Instagram ist es auch eigentlich eine der meistgestellten Fragen, wie style ich Isaias Haare, was für Produkte verwende ich, dies, das. Deswegen hat das für mich absolut Sinn ergeben, endlich mal ein Video darüber zu machen, weil ich kenne den Struggle. Ich kenne den Struggle von meiner Mama, die damals nicht wusste, wie sie mit meinen Haaren umgeht und nicht immer dieselbe Frisur hatte, und zwar keine Haare. Jetzt einfach immer abfrisiert. Ja, aber man kann die Haare auch anders pflegen, und zwar man kann sie auch schön wachsen lassen. Und ich hoffe einfach, dass dieses Video euch ein bisschen helfen kann. Ach ja, und schaut bitte unbedingt bis zum Ende des Videos. Wieso? Okay, Leute, here we go. Und zwar, heute haben wir Sonntag. Sonntag ist meistens bei uns... Hey, was day? Da widme ich mich uns beiden. Erst kommt Isaiah dran und dann bin ich dran. Also ja, das Ganze braucht den ganzen Tag. Isaias Haare, wie soll ich das am besten beschreiben? Sie sind sehr pflegebedürftig. Leider kann ich nicht sagen, dass deine Haare pflegeleicht sind. So ist es nun mal bei lockigem oder krausigem Haar. Die brauchen einfach extra Care, extra Love, aber dafür schauen sie extra nice aus. Wir waschen Haare einmal die Woche. Das mag jetzt vielleicht für manche wie ein Schock klingen, aber bei Afrohaaren ist es so, dass sie sehr viel Feuchtigkeit brauchen und jedes Mal, wenn man die Haare wäscht, werden die Haare dadurch trockener. Natürlich gibt es Situationen, wo es vielleicht dann doch zweimal passiert, weil er in den Kindergarten geht und im Dreck herumwedelt manchmal. Dann wasche ich natürlich zweimal die Woche, aber sonst in der Regel reicht einmal die Woche. Und wenn wir Haare waschen, dann waschen wir auch nicht mit Shampoo, sondern wir verwenden Conditioner. Vielleicht wieder ein kleiner Schock. Aber wie gesagt, Afrohaare sind eigentlich von Natur aus sehr trocken. Und wie ihr wisst, Shampoo trocknet die Haare einfach extremst aus. Deswegen verwenden wir ein Conditioner. Das Ganze nennt sich Co-Washing. Das ist dann jedes Mal einfach eine Haarkur, die ihr bekommt. Der Vorteil darin ist, dass die Haare schön weich bleiben, ich sie dann auch leichter trennen kann in dem nassen Zustand, was ihr gleich sehen werdet, und ja, dass die Haare nicht austrocknen.
Ja, Haare waschen ist Isaias nicht favorite part, aber da wir nur einmal die Woche Haare waschen, muss ich mit reinem Wasser seine Haare komplett gründlich durchspülen. Das heißt, alles muss nass werden. Erst dann kann ich Conditioner auftragen. Das ist der Conditioner, den wir verwenden. Das ist von Kanto, die Kids Edition. Wieso Kids Edition? Weil es einfach nicht in den Augen brennt. Mit der Menge bin ich etwas großzügig, einfach weil ich alles schön einmassiere und auch währenddem die Haare nass sind und mit Conditioner bedeckt sind, auskämme. Dann massiere ich den Conditioner in seine Haare. Ich achte wirklich darauf, dass ich von Kopfhaut bis in die Spitzen gehe und echt keine Stelle auslasse, weil wie gesagt, ich die Haare dann gleich kämme. Das Ganze lasse ich mal einwirken, binde es hoch in einen Dutt und wasche mal den Körper und dann kommen wir wieder zurück zu den Haaren. So, jetzt hat der Conditioner ca. 2 Minuten Einwirkzeit gehabt. Ich entwirre Isaias Haare erst mit den Händen. In der Badewanne, wenn Isaias Haare nass sind, verwende ich sehr gerne den Afrokamm zu entwirren. Der Afrokamm hat große Zacken, somit reißen die Haare nicht. Aber da wir ja die Haare schon deep conditioned haben für 2 Minuten, sind sie sehr weich. Ja, wie ihr sehen könnt, kämme ich Isaias Haare komplett durch und das in der Badewanne. Ja, Locken oder krausiges Haar muss immer im nassen Zustand gebürstet werden. Denn kämmt man die Haare im trockenen Zustand, wären sie sehr buschig, was nicht schlimm ist, aber dadurch geht das Curl Pattern verloren und ohne Feuchtigkeit sind die Haare sehr schwer kämmbar. Bei lockigem Haar oder Afrohaaren funktioniert das Haarkämmen ein bisschen anders. Und zwar, man beginnt erst bei der Haarspitze und arbeitet sich dann langsam rauf bis zu der Haarwurzel. Wieso? Weil Afrohaare oder lockiges Haar tangeln sehr leicht und da entstehen am meisten die Knoten an den Spitzen. Deswegen immer bei den Spitzen beginnen und dann langsam raufarbeiten. Ihr werdet sehen, die Haare reißen dadurch weniger und alles ist super schön durchgekämmt. So, Isaiah hat gar kein Problem mit Haare kämmen, das lässt er gerne zu und es macht ihm auch sogar Spaß. Nur jetzt müssen wir den Conditioner auch auswaschen. Sorry, Buddy, aber das muss sein. Einmal noch und dann haben wir es. So, alles gut überstanden. Isaias Conditioner ist ausgewaschen und wenn ihr mal auf die Haare guckt, seht ihr, dass die Locken schon extrem schön definiert sind. Und das ist, weil wir diese Haarkur gemacht haben, dieses Co-Washing. Das hat den Locken wieder ihren Bounce zurückgegeben und durchgekämmt sind sie auch. Zum Haare abtrocknen verwende ich mein altes T-Shirt. Bitte niemals ein Handtuch verwenden. Das Handtuch reizt einfach diese Haare extrem. Am besten ist ein Baumwolle-T-Shirt oder ein Mikrofaser-Handtuch. Das Handtuch wird auch nur auf das Haar draufgelegt, die Haare werden nicht irgendwie gerieben oder gerubbelt, weil das wiederum auch die wunderschöne Lockenstruktur komplett vernichtet. So, die Haarwäsche ist vorbei und es wird auch ein bisschen gekuschelt. Ich weiß nicht, aber Isaiah kuschelt sich immer an mich ran, nachdem er gebadet hat. Aber jetzt ziehe ich den kleinen Mann mal um und dann folgt auch schon Teil 2, die Haarpflege. Isaiah, na, wissen Sie? Hey! Okay, komm hier. Isaias Haare, Isaias Haut sind beides sehr trocken, deswegen muss ich immer nach dem Duschen sofort einschmieren. Das Coole ist, das Produkt, was ich jetzt gerade verwende, ist ein 2-in-1-Produkt. Was das genau ist, zeige ich euch gleich, aber nur damit ihr wisst, ich verwende es für seine Beine und auch für seine Haare. Und das hier ist das Produkt. Ich habe von Unrefined Riches dieses Paket zugeschickt bekommen. Unrefined Riches ist ein Kosmetiklabel aus Deutschland, das 100% vegan ist, ohne Tierversuche und für alle Haut- und Haartypen geeignet ist. In der Box befindet sich einmal der Curl Glider. Das ist eine Haarbürste, die so designt ist, dass die Haare beim Kämmen nicht gezogen oder gerissen werden, weil die Zacken flexibel sind. Und das 2-in-1 Produkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, ist dieser Tegel aus reiner Shea Butter. Was ich so toll finde, ist, dass diese Shea Butter aus Ghana kommt.
Und Ghana, ich persönlich war da und habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, und ist für ihre Top-Quality-Shea-Nussbäume bekannt. Die Vorteile der Shea-Butter erzähle ich euch dann später. Es ist einfach all in all ein Top-Produkt und ich liebe sie umso mehr, weil sie komplett natural ist. Okay, back to Isaiah, der sitzt schon und wartet auf mich. Ich habe so einen kleinen Takeaway-Korb, wo meine ganzen Haarprodukte für Isaiah drinnen sind. Ist vielleicht auch ein Tipp für euch, einen Korb zu besorgen, den ihr durch die Wohnung tragen könnt. Nach dem Haarwaschen mache ich immer den Länge-Check und da schaue ich einfach, wie lang Isaias Haare tatsächlich sind. Ihr wisst ja vielleicht, mit Curls oder krausigen Haar, the shrinkage is real. Das heißt, sie schauen meistens viel kürzer aus, als sie tatsächlich sind. Also seit einem halben Jahr sind seine Haare sowas von gewachsen. Aber das natürlich mit viel Liebe, Pflege und Zeit. Gut, wir legen los. Er hat auf jeden Fall Beschäftigung, er guckt YouTube, ihr guckt auch YouTube. Oft ist es so, dass nach dem Waschen seine Haare wieder extrem trocken sind. Ich muss immer wieder nachfeuchten, deswegen habe ich diese Wasserflasche hier. Wie gesagt, ist es wichtig, bei Curls oder bei krausigen Haar immer mit nassen Haaren zu arbeiten. Weil wenn man versucht, die Haare im trockenen Zustand zu trennen, zu kämmen oder zu flechten, reißt man nicht nur die Haare, man zerstört auch das Lockenmuster und es kann auch sehr schmerzhaft für das Kind sein. Was ich hier mache mit meinem Essstäbchen, sorry Leute, ich hoffe, ihr seid nicht deswegen offended. Ich will keine Kultur hier beleidigen, aber ich habe einfach so viele Essstäbchen bekommen, als wir eingezogen sind. Und ich kann nicht mit Essstäbchen essen. Deswegen verwende ich die Essstäbchen, um Haare zu trennen. Aber ja, ich teile jetzt gerade Isaias Haare in 4 kleine Sections. Die werde ich alle schön eincremen, schön durchbürsten und dann flechten. Isaias Haare sind jetzt gut angefeuchtet. Ich nehme nur ein bisschen von der Shea-Sahne. Das Gute an der Shea-Sahne von Unrefined Riches ist, dass sie wirklich wie eine Sahne ist. Sprich, es ist nicht hart wie eine Butter, sondern es ist sehr geschmeidig und lässt sich sehr leicht im Haar verteilen. So, und währenddem ich das Ganze schön einmassiere, erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Shea-Butter. Und zwar, ich bin einfach ein absoluter Fan davon, war es schon immer. Die Shea Butter ist einfach so ein wahnsinnig reiches Naturprodukt. Shea Butter ist reich an Vitamin A und Vitamin E. Am besten ist es auch, unraffinierte Shea Butter zu verwenden, wie ich es hier tue. Denn in ihr ist das wertvolle Beta-Carotin enthalten, welches das Haar kräftigt und schön geschmeidig macht. Also liebe Leute, ihr braucht echt nicht viele Produkte oder unterschiedliche Produkte, um die Haare eurer Kids zu pflegen. So, und hier mache ich wieder dasselbe wie in der Badewanne. Ich trenne die Haare erst mit den Händen. Immer wieder muss ich seine Haare anfeuchten, vor allem die Spitzen, weil seine Haare so schnell Luft trocknen. Dadurch brauchen wir auch kein Haarföhn. Ich habe, glaube ich, Isaias Haare noch nie, ich habe sie noch nie geföhnt. Und Hitze ist ja auch nicht unbedingt das Beste für lockiges Haar. Ich selber verwende überhaupt keine Hitze für meine oder Isaias Haare. Ja, im Sommer ist das ziemlich leicht. Im Winter ist es dann ein bisschen tricky, weil man muss einfach gut planen, dass man nicht das Kind mit nassen Haaren aus dem Haus schickt. So, jetzt ist die Shea-Sahne gut verteilt. Ich achte auch immer auf die Spitzen. Diese Section habe ich jetzt mit den Fingern getrennt und beginne das Ganze jetzt mit der Bürste noch einmal durchzukämmen. Das habt ihr ja alle schon in der Badewanne gesehen. Ich beginne immer mit den Spitzen und arbeite mich dann rauf. Seine Haare sind so super easy durchkämmbar, weil ich schon in der Badewanne viel vorgearbeitet habe. Deswegen ist das ganz, ganz schnell getan. Die Haarbürste ist wirklich ein tolles Teil. Ich habe, wie gesagt, sowas noch nie gesehen, aber ihr könnt da sehen, dass sie sich total anpasst. An Stellen, wo die Haare so ein bisschen getangled sind, wo man nicht so leicht durchkommt, da passen sich die Zacken sofort an und reißt nicht einfach das Haar durch. Das finde ich richtig toll. Und wenn ihr merkt, dass es doch ein bisschen schwierig ist, durchzukämmen, dann feuchtet die Haare entweder wieder ein bisschen an oder macht noch kleinere Haarunterteilungen und kämmt es wirklich Section für Section. Was wichtig ist, ist einfach, dass man vermeidet, dass die Haare reißen. Unter der Woche, vor allem im Kindergarten, hat Isaiah meistens seine Haare zu. Da flechte ich ihm gerne 4 Braids, das ist einfach passend für den Kindergartenalltag. Braids ist auch ein Protective Hairstyle, sprich, das ist eine Frisur, die die Haare vor vielem schützt. Vor allem schützt sie vor Haarbruch. Durch Braids trocknen die Haare auch nicht so leicht aus, da die Haare ja zu sind und die ganzen Vitamine von den Cremen, von der Shea Butter in dem Fall, bleibt auch im Haar drinnen erhalten. Und durch Braids wachsen die Haare auch schneller.
Ja, Flechten, Braiden ist so eine eigene Sache. Wenn ihr wissen wollt, wie ich flechte, könnte ich sehr gerne ein extra Video dazu drehen. Da steckt nämlich schon eine kleine Technik dahinter, damit ich wirklich jedes Haar in den Zopf bekomme und nichts an den Seiten raushänge. Isaiah ist total in the zone und schaut seine Serie an. Ich muss aber dazu auch sagen, dass er generell sehr ruhig sitzt, wenn ich seine Haare mache. Ja, ein kleiner Tipp, wenn ihr auch die Haare eurer Kids machen wollt, Bub oder Mädchen, dann beginnt so früh wie möglich, auch wenn eure Kids nur 5 Haare im Kopf haben. Gewöhnt sie einfach schon früh dran, dass es einen bestimmten Tag in der Woche gibt, wo Mama oder Papa die Haare pflegen. Bei uns macht Uno nämlich auch die Haare. Nicht so gut wie ich, but he's trying. Ja, gewöhnt sie einfach früh daran, denn so wird das Ganze ein Ritual und kann auch dieses wunderschöne Bonding Experience werden. Okay, wir haben es geschafft. Die Haare sind jetzt super durchgekämmt und ich wollte euch nur noch schnell zeigen, wie schön defining die Shea-Sahne ist. Also ein weiterer Vorteil ist, dass auch Shea-Butter, Shea-Sahne eine Styling-Cream ist. Also wenn man Locken definieren möchte, kann man das ja wohl auch mit der Shea-Butter. Also wie gesagt, ich liebe dieses Produkt. Wir machen Braids, wir lassen die Haare nicht offen, weil ja Isaiah in den Kindergarten geht. Wie das dann so aussieht in der Woche bei ihm, er hat, sagen wir so, von Montag bis Mittwoch die Haare in Braids. Es kann sein, dass ich dann am Dienstag die Zöpfe nochmal neu flechten muss, damit sie einfach schöner und fresher aussehen. Dann am Donnerstag trägt er dann einen Bun, am Freitag hat er die Haare vielleicht offen und am Samstag hat er die Haare auch offen und am Sonntag wird dann wieder neu geflechtet. Also er hat tatsächlich überwiegend in der Woche die Haare geschlossen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso seine Haare so lang wachsen. Weil hätte er die Haare ständig offen, dann würden sie an unterschiedlichen Oberflächen reiben, was schlecht ist für Locken. Und sie würden auch sehr, sehr schnell trocken werden, was wiederum die Spitzen dann abbrechen. Die Gummiringelauswahl ist auch sehr wichtig. Bitte verwendet keine Gummiringel aus Plastik oder die nicht beschichtet sind. Verwendet Gummiringel, die auch keine silberne Teile haben. Manche Gummiringel haben ja nämlich so ein Silberstück. Das ist auch sehr schlecht, weil es reißt die Haare. Am besten ist es, Gummiringel oder Haarbänder zu verwenden, die aus Seide sind. Solche hat Isaiah für Buns oder größere Zöpfe. Leider habe ich bis jetzt keine kleinen Gummiringel gefunden aus Seide für seine Braids. Deswegen verwende ich einfach diese Gummiringel, die aber extra beschichtet sind. So, und wir sind fertig. Das ist Isaiahs fertiger Look. Ich persönlich finde, das ist der beste Hair Protective Style für Kinder mit Locken, vor allem weil die Haare dadurch so gut wachsen. Isaiah hat so viel Babyhaar und das kitzelt ihn richtig, wenn ich das mache. Aber ja, wir sind fertig. Das war unser Haarwaschroutine-Video. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps dabei. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Alle Produkte, die ich euch gezeigt habe, werdet ihr auch in der Infobox finden. Und falls ihr weitere Videos in diesem Format sehen wollt, wie zum Beispiel ein Locken-Styling-Video oder sonst was, schreibt mir das gerne auch in den Kommentaren und ich drehe das sehr gerne für euch ab. So, und wenn ihr es bis hierher geschafft habt, heißt es, ihr seid schon ziemlich neugierig. Es kommt nämlich jetzt die Überraschung, aber dafür hole ich mal Isaiah wieder. Isaiah! So, und zwar kommt jetzt die große Überraschung, the big surprise. Are you ready to open it? Yeah. Okay, drumroll. Und zwar, wenn ihr gut aufgepasst habt, dann hättet ihr gemerkt, dass es die ganze Zeit hinter mir ist. Es ist diese wunderbare, riesige Box von Unrefined Riches. Here you go, here's your present. Ich sah ja schon die ganze Zeit neugierig drauf. Wie ihr bereits wisst, bin ich sehr begeistert von... Don't talk. Should we open it, don't talk? Just a second. Wie ihr bereits wisst, bin ich sehr begeistert von der Shea Butter und von ihren Curl Glider, also ihre Haarbürste. Und ich darf gemeinsam mit Unrefined Riches zweimal so eine Box an euch verlosen. Das heißt, es können 2 Personen jeweils so ein Paket gewinnen. Die ganzen Gewinnspiel-Infos findet ihr auf Instagram. Das Gewinnspiel läuft auch über Instagram. Das heißt, hüpft gleich mal rüber und macht mit. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Have a curly day. Und tschüss. Und tschüss. Noch mit der Brush. Oh Gott. Und tschüss. Servus.